Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast. So, dann würde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, mit den 17. Level, Kernanlage. So, dann würde ich sagen, Attacke. Mal schauen. Galaxschiff, die Doomgaven suchen. Aber ich habe neue Macht. Sachen. So, jetzt muss ich mal einmal schon Machtgriff. Stufe 2 ist bekannt. Der Jedi-Kampf, genau, entwaffnen, zack, zack. Geistestrick, oh, Geistestrick Stufe 2. Nee, macht hier. Der Jedi kann mehrere Feinde für 10 Sekunden ablenken oder verwirren. Ah, okay. Hinweis: aggressive Aktion oder lauten Lärm durch den Jedi werden dem Feind. Alarmierender Effekt verliert seine Wirkung. Geistestricks sind bei mächtigen Gegnern wie dunkle Jedis oder Wiedergeborene nutzlos. Ah, okay, jetzt kann ich mehrere Gegner verwirren. So, was haben wir da? Macht zu Würgegriff, der Stufe 2, ähnelt Stufe 1, wobei der Gegner mit der Zeit Schaden zugefügt wird und der Gegner auch angehoben werden kann. Der Jedi muss hierfür stillstehen. Okay, ich kann jetzt die Leute würgen. So, Blitz. So, Wurf ist klar, Angriff ist auch klar, Heilung immer noch auf 1, Sprung auf, okay. So. Ein Rebell. Halt, den habe ich zu Tode gewürgt. Ah ne, das ist zu weit weg. So. Auch so denken. Nee, natürlich nicht. Oder etwa doch? Ach doch, wenn ich so stehen bleibe, dann sollte das Geschütz irgendwann mal kaputt gehen. Gehst du mal kaputt? Ah, das reicht. Okay. Okay, an den komme ich erstmal nicht ran. Gut, wenn ich an den nicht rankomme. Geht doch. Ein Hoch auf Geistestrick. So, ist hier noch was? Nö, okay, dann geht's weiter. Jetzt habe ich gerade das Gespräch unterbrochen. Okay. Ich
Fahr ich mit dem Aufzug rauf oder... Mal schauen. Hier ist auch ein Aufzug, okay. Nach oben fahren war doch die bessere Idee. So, kurz mal heilen. Okay, hier fahre ich eine Plattform auch weg. Ich glaube, ich lasse mal die Plattform lieber da. Zack, den blauen Stil nehmen. Und ich denke mal einmal speichern. Speichern schadet nicht. Hey, man muss das freie Speichern ausnutzen. So, Techniker. Achso, hier ist noch eine Kiste. Okay. Ah, Schilde. Ich nehme nur eins. Verdammt, okay. Achso, ich hätte auch von der einen Kiste aus rüberspringen können. Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Ja, ich habe den auch gefunden, glaube ich. Okay. Ach ne, ich könnte auch da, wo die Kisten sind. Zack. Na. Ne, von da kam ich gerade. Okay.
wenn es so einfach geht, aber es komplizierter macht. Ich habe versucht, extra auf diesen dünnen Stangen drauf zu springen und dann rüber zu springen. Aber so? Okay. Ah, okay. Mal hier die Leitungen zerstören. Nicht sehr subtil, aber es hat wohl funktioniert. Gut. Dieser Fallschaden. Ja, und da hatte mich noch getroffen, auch unfassbar. Ach ja. So, ich hole noch mal das eine Schild, was ich noch liegen gelassen habe. Hey, lauf nicht weg. Ich tue dir doch nichts. Okay, das war gelogen. So, zack. Okay. Hier geht's weiter. Hier ist ein Spind. Mal schauen. Kann ich mit dem Spind was machen? Nein. Munition, Heilung ist voll. Aber bevor ich da durchgehe, einmal speichern. So, Versorgungskarte. Ich dachte schon, da war doch noch mal einer. Er hat schon genug Ärger gemacht. Finden Sie und erledigen Sie ihn, oder ich werde Ihren Meister von meiner Enttäuschung in Kenntnis setzen. Okay, da ist irgendwo so ein Sift unterwegs. Okay, hier kann ich wieder zurücklaufen. Alles ist elektrisch geladen.
Geh doch jemand zu einem Energieterminal. Oh, der Boden ist, steht unter Strom. Ach ja. Laden. Okay, weiter geht's. Schon genug Ärger gemacht. Finden Sie und erledigen Sie ihn, oder ich werde Ihren Meister von meiner Enttäuschung in Kenntnis setzen. So. Okay, geh doch jemand zu einem Energieterminal. Okay, hier will ich, glaube ich, einmal speichern nochmal. Dann brauche ich hier den ganzen Kampf nicht zu machen. Fertig. Na? Aber ich wollte ihn gerade jetzt würgen. Och, Menno. Gut, der Boden ist halt unter Strom. Das heißt jetzt mal einmal. Wow. Ne, der ist zu weit weg. Echt hier, der trifft wie ein Sturmtruppler. Geht doch. Das ist ein Weitersprung. Jetzt verstehe ich auch, warum diese Plattform hier ausgefahren ist. Wow. Okay, da kann ich rein. Ja, ich gehe erstmal da rein.
Okay. Nein. So. Ah, okay. Noch eine Superdrohne. Schilder. Oh, okay. Es ist auf jeden Fall kein Strom mehr. Drauf. Oh. Okay, so, ich komme gleich wieder. Okay. Ist nix. Ist auch nix. Ach, das sind überall noch die kleinen Mini-Geschütze noch. Ja, ich bleib erstmal da. Moment, zu dir komme ich rauf. Zu dir auch. Ach, die kann ich noch nicht wegschleudern. Okay. Die Kraft ist noch nicht genug ausgebaut. Ich dachte, ich könnte die schon längst wegschleudern, halt, aber nein, ich kann die nur stationär wirken. So, dann speichere ich einmal hier ab. Das sind ja überall.
Okay, warum ist der eine nicht hochgegangen? Ja, muss man nicht verstehen. TK-664, Statusmeldung. TK-664, Bericht. Anlage 1 ist offline. Da gab es wohl einen Unfall. Da brennt es ja immer noch. Okay. Nee, geht nicht kaputt. Okay. Ich kann die Essenz der Macht in euch fühlen. So, geht doch. Ha, geht doch. Wirken funktioniert. Jetzt kann ich die Siths auch zu Tode wirken. Oder mit Lichtschwertkombination ausschalten. Nee, an das Ei komme ich nicht hoch. Hier geht's weiter. Kann er nicht helfen, nicht. Wow! Ich wollte schon fragen, wann er nicht irgendwo nicht Sturmpuppe, aber Läufer? Ich komme hoch, okay. Wow. Okay, erstmal einmal heilen. Wow. Hier habe ich noch einen Bagdad-Tank übrig. Nö. Erstmal fit wieder, bevor ich gegen kämpfe. Okay, die Drohne, die hat es nicht mehr geschafft. Okay, die Hinterbliebenen haben kleine Läufer. Dass die Detonation geht. Wow.
2 kaputt. Okay, jetzt habe ich noch mal das elektromagnetische Pulsgewehr. Perfekt. So, mal schauen, habe ich... Okay, die haben nichts da gelassen. Wow. Na gut, okay. Glaub, nach dem Kampf speichere ich einmal. Weil wer weiß, was hinter der nächsten Tür lauert. Okay, da kommt noch mehr. Ach, das sind wieder zwei Geschütze, okay. Geht doch. Okay, ich brauche eine Zugangskarte. Okay, Bagdad-Tanks. Echt, habe ich hier keine Zugangskarte. Okay, da liegen Schilder und Bagdad-Tanks herum. Ich würde mal sagen, gleich kommt da eine große Gefahr. So. Weitermachen. Diese Unterbrechung darf unseren Zeitplan nicht verzögern. War da ein Geräusch? Oh. So, Versorgungskarte habe ich. Zack. Warum ist auf einmal so viel los? So viel Versorgung da? Das muss man halt nicht verstehen. So, was haben wir da? Tragbares Geschütz. Ist leer geräumt. Ich speichere nochmal, bevor ich hier irgendwas mache.
sieht nach Angriffsschiffen aus. Und anscheinend werden sie für einen kleinen Ausflug bereit gemacht. Okay. Wenn diese Art Ostereier wie Angriffsschiffe aussehen. Okay. Da ist irgendwas im Busch. Ich kann euch spüren, die Ritter. Ja, ja. So einfach geht es. Okay, da haben wir noch einen. Fürchtet ihr mich? Okay, da war noch einer. Oh, ein Geheimnis. Na toll, hätte ich das gewusst. Aber gut. Ich habe, glaube ich, noch ein großes Schild noch auf. In der Hinterhand. Aber ich kann noch mal einmal speichern. Ich kann euch spüren, die Ritter. Okay. Weg. Der zweite ist weg. Wow, 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 wow. Ich bin gleich da. Ich wollte nur einfach nur heilen. Ein AT-ST steht vor mir. Ach, okay. Ich dachte, die beiden Zifts wären schon eine Hausnummer für sich, aber das ist jetzt noch härter. So, ich muss mal gleich schauen. Ich glaube, ich brauche Schub noch für die Raketen. Und noch dieses Pulsgewehr, was ich habe. Was aussieht wie eine Art Donnerbüchse. Okay, aber bevor ich das mache, einmal speichern. So, okay. Ich brauche... Nein, ich brauche Schuh.
Huch, ist kaputt gegangen. Okay. Braucht doch sehr viel. Meine Güte, ne? Hat auch sehr viel Munition gefressen. Aber ist doch das Einzige, was wirksam ist, halt, wenn es um Antipanzerbewaffnung geht. Aktuell. Schau mich nochmal oben um. Zweck Munition. Nee, hier ist nix. Denke mal, ich werde gleich nochmal speichern, dann brauche ich die, gegen den AT-ST nicht zu kämpfen. Weil aktuell, ich hätte gerne noch ein paar Detonationspakete gehabt. So, munitionstechnisch ist okay. Der ATS hat nichts mehr liegen gelassen. Er passt jetzt so ein Osterei bestimmt locker hier so ein ATS rein. Ja. Ah, das sind so mehr so Landungsschiffe halt. So, hier, rauf. Ach, das. Wow. Hab mich vor Sturmtruppler mich erschrocken, halt. Und ich dachte, da werden hier diese Siths kommen. Halt dann, aber nee. Hier auch, okay. Energiezelle, so, glaub.
mal die Kontaktminen kaputt machen. Okay, andere Seite nochmal. Nehme ich noch die Munition mit? Ach, wenn man schon mal einmal da ist. Dann kann man auch direkt die Blastermunition mitnehmen. Wow. Okay, hätte ich das... Okay. Dann weiß ich Bescheid, was gleich auf mich lauert. So, okay, ist voll. So, da geht's nach unten. Bevor ich runterspringe, einmal speichern. Dann würde ich mal sagen... Oh! Okay, dann würde ich mal sagen... Das war's dann auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit den Reaktor. Ansonsten, wie gab, war's das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.